Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wie angedroht, wir machen weiter. Daumen hoch. Das wird zu lang. Ich habe nur halbe Stunden Videos, mache ich jetzt momentan. Das ist besser. Wir machen weiter. Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Diese Idioten! Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Rede mit einem alten Freund. Geht aber nicht laufen, ey. Kann man auch gehen? Ja, ich hab's mit. Juhu! Geil, oder? Als meine Mutter jung war, hat man erprobt, eine viel ernstere Veranstaltung. Das ist der Moment gespannt. Hilf Metallscherben, geil. Da muss ich immer mal hier umgucken. Mensch. Lagerfeuer. Ob man nicht so ein paar Vorratskisten sehen. Bei Hilf Scherben und alles, ey, das ist ja Wahnsinn. Besser als die Erprobung an sich. Bendersnatch. Wie bekomme ich auf Bendersnatch jetzt? Ich sollte nach Mutterherz gehen. Es ist an der Zeit, die Barrikade zu richten. Nicht an den Wald. Vergangenheit soll die Vergangenheit bleiben. Aber dann kannst du noch was tun, ne? Okay. Interessant.
lassen mir von den ungläubigen Kater doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Ich habe vergessen, was mein Lieblingsbier ist. Warte mal gerade. Einstellungen, Audio, Textsprache Deutsch, Dialog, Untertitel. Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Ich werde sie wohl alle durchprobieren. Schon wieder. Untertitel ist ganz gut. Endlich kann ich mich etwas ausruhen. Heute ist ein guter Tag, um zu Omotas Auserwählten zu gehören. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Näher in Fruchtbarkeit. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Ja. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Sag ich doch! Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Wow. Nora-Krieg. Kaufen. Ah, okay. Ah, gut. Ah. 45 Metall. Gratis Probekiste hier. Kann man auch mal wieder kaufen. Das machen wir immer. Verkaufen können wir. Weltlänger Verwendung, Geschäft mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Verkaufen. Geschäft mit Händlern, Verkauf mit Scherben. Von Händlern begehrt. Ja, Munitionsherstellung. Ah, okay. Verkauf gegen Scherben. Das kann man also verkaufen. Geschäft mit Händlern. Wächterherz. Die seltene Maschine, die in der Wächter erbeutet werden. Okay, verkaufen wir es nochmal. Ah, guck mal. Stille Nora-Jägerin, die Schützerin, hier, die nehmen wir, die will ich haben. Diese kleine Detotanung erschwert es, die Jägerin zu sehen und zu hören. Ja, die Nora-Krieger erwähnte Ted mit dem geworfenen Teil. Bitte keinen zusätzlichen Schutz, kann aber verbessert werden. Nimm mal den hier. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine.
Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Im heiligen Tempel. Hallo, Aloy. Möchtest du jetzt etwas kaufen? Kann man hier Outfits? Die habe ich schon jetzt an, ne? Ja, die habe ich an. Tausche gegen Metall und Lore, okay. Ungewöhnliche Kleidung, die für Tarnung ins Schwert ist. Ja, das ist im Besitz. Leicht. Ich habe die mal genommen. Stille Jägerin. Boah, 200 Scherben. Die könnte ich sogar fast schon holen. Aber ich möchte ja auch noch was anderes machen. Und viel Glück bei der Erprobung. Ich sollte mich auf die Jagd machen. Nach etwas. Was war denn? Jagd auf was Liebe? Ich möchte Jagd machen mit nach etwas Liebe. Wie geil ist das denn? Wie geil das hier aussieht. Guck mal hier, ey. Hammer. Geil, geil, geil. In so einem Haus will ich wohnen hier. So vorher. Geil. Geil. Interessant. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Für den Rest des Tages nichts mehr vor. Vorratskiste da oben. Ist das was Kisten da oben drauf. Da ist die Vorratskiste. Ja, komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Jetzt hört genau zu. Denn hallo. Komm da runter. Sofort. Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich niemand Spaß habe. Gut, bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach. Ja, mache ich. Bei der Erprobung war ich nüchtern. Hätte klappen können. Ich will tanzen. Wie geil ist das denn, ey? Hui. Klettert besser als die Leute sagen, oh, immer das Fest im letzten Jahr sei besser. Jedes Jahr sagen sie das. Bast ist ein Großmaul. Er hält nicht eine Minute gegen Valar stand. Nicht in einem richtigen Kampf. Wer ist Kletterer?
Der Beste? Jack, jawohl. Was für ein Idiot. Ja, das jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr. Wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad. Wie geil ist das denn, ey? Sie hat mir nichts zu befehlen. Weiter oben sieht sie mich nicht. Mala glaubt, sie gewinnt, nur weil jedes ihre Jahr das Gleiche. Jedes sie sollte Jahr. Das Ganze nicht zu leicht machen. Wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad. Jetzt hört genau zu. So heiße ich denn nicht. Ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles nein, Leben von der Urmutter. Das ist vor 5 Jahren, kommt das Menschen, hier nicht dran. Maschinen, die Unterhaltung, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen, besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Cool. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, interessant. Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Es ist an der Göttin, Kinder. Über die Kata zu richten. Sie lebten nicht an mir. Friedlich nebeneinander. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Im Schutz ihres Beckens. Schön. Okay. Aber einige wurden rastlos. Vielleicht sind die Kater gekommen, um sich obwohl zu entschuldigen. Sie von ihrer Fülle lebten, wollten verweigern. Sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu geben. Hey Leute, hier drüben. Ach, gucke mal doch. Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst.
Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Nein! Ich werde sie nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Oh, ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Na, guck mal. Okay, dann mal los. Schauen wir mal. Waffen. Outfits. Schleuder, Rohstoffe, Draht, verkaufen, immer den mal hier. Plünderer Herz. Das können wir verkaufen, sonst wird er Objekt herstellen. Sonst wird er hier, was steht, Objekt herstellen. Geschäft mit Händlerverkauf gegen Scherben, okay. Was haben wir hier? Das ist, ne? Das ist alles schnelle Reise und. Verkauf gegen Scherben, wenn wir das mal machen. Ich hoffe, dass das so ist. Verkauf gegen Scherben, das müsste eigentlich so sein. Das lasse ich mal. So, Waffen. Verkaufen. Waffen. Hier. Kriegsbogen. Scharfschussbogen. Ist ja die Frage. Kaja-Schleuder. Film abspielen. Ey, komm, dann haben wir sie. Komm, dann haben wir sie. Kaufen wir. Dann haben wir sie. Ausrüstung. Und die kann man auch noch kaufen. Rüsten wir die dann mal aus. Alles klar. Dann haben wir hier noch Rohstoffe, Fallen. Schockwellen. Sprengfall. Diese Fallen im Boden platziert. Also okay. Munition. Jägerfallen. Fessende Paket. Schockfallen. Munitionsfallen. Nächstes Mal bist du Kriegerin. Erhalten. Erledige Wächter mit Präzisionspfeilen ins Auge. Ui. Friere einen Eisbomben ein. Eisbomben. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. Mensch mal, Waffen? Nee. Munition. Okay. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Wow. Da haben wir ja schon richtig... eingekauft, ey. Leck mich in die Tasche, ey. Krass. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen.
Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Mörder und Versklaber! Erleuchtet halt! Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Dieses Mal ist Erbe Mutter Tiersa zu weit gegangen. Wie kam sie diese... Sind da gerade Karja vorbeigelaufen? Möge die Urmutter sie vergessen, zusammen mit all ihren ehrlosen Taten. Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Karja unserem Stamm angetan haben. Mutterherz 4, rede mit dem Mann, ja. Wo hat er einen Fokus her? Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Was für eine Rede. Schöne Rüstung. Olin, was für eine Rede. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne.
Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Meridian. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. No. Schön. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Okay. Boah, deine Schwester? Naja, geschwachtet auf jeden Fall. Stirn, deine Schwester? Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha, entführt, ja, aber geopfert? Nein. Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Wir werden's rausfinden. So, haben wir hier.
Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Okay. Störung. Störung habe ich gemacht. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen. Vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Okay. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Okay. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Uli. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Mutterherr, wie geht die zu segnen, Sam Romini? Ich muss mal gerade gucken, haben wir hier irgendwo... Ich muss ja immer speichern, oder speichert die hier. Mit rünzigen, ungläubigen Kaja herumhängen und das Land entweihen. Dieses Mal. Ah ja, stimmt, wir haben ja im Prinzip Laden. Genau. 11.22 Uhr. Genau, das ist es. Alles klar. Ja, gut. Danke fürs Zugucken. Gebt dem Video Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Wir drehen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Sai. Bye, bye, Baby. Rock'n'Roll. Dann gehen wir zur Segnung. Aber ich werde jetzt was frühstücken. Bis dann. Ciao. Mit Wow. Die Kaja nahmen bei ihren Raubzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester mit. Urmutter, vergib ihnen, denn ich kann es einfach nicht. Wer wird bei der Erprobung gewinnen? Wen interessiert es? Ich bete zu Urmutter, dass diesmal niemand stirbt. Okay, alles klar. Ciao.